Geh weg. Geh weg. Willkommen zurück, liebe Freunde. Was soll ich sagen? Wir sind hier so ziemlich am Arsch. Denn, ja, hier sind die lieben Bibliothekare unterwegs. Da habt ihr gerade gesehen. Aber ey, wir wissen ja, wie wir mit denen umgehen müssen. Wir müssen ihnen einfach nur ins Gesicht gucken. Dann kann gar nichts passieren. Okay, ein Zitat an dieser Stelle. Es ist ruhig. Zu ruhig. Das ist ein schlechtes Zitat, aber... Aber an dieser Stelle passt es. Nee, mach nicht sowas. Ich weiß schon jetzt, dass ich gleich einen Herzkasper bekomme. Wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, dann kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. Und wenn wir immer darauf achten, dass wir nicht im Licht stehen. Alter. Ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, ob man die wirklich so einfach angucken muss, damit alles super ist. Wow. Geh weg. Das hören sie. Ui, Jobosche. Weg. Okay, es funktioniert. Leute. Boah. Okay, der kommt. Ich guck dich doch an, du Arschloch. Gut, Leute. Anscheinend kann man nicht alle Probleme weggucken. Alter, okay. Ich glaube, wir sind voll am Arsch.
ganze Scheiße, Leute. Ich will hier nur noch weg. Bibliothekare, was für eine Scheiße, echt. Geh weg. Geh weg. Na komm schon, geh weg. Oh. 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 Fuck you, blöde Scheißvieh. Naja, geh mal schön weg. Leute, ich will hier nur noch raus. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Und natürlich sind hier wieder Arschbacken unterwegs. Einfach vom Licht wegbleiben. Ist voll durchs Licht jetzt. Nur. Alter, das hat der 100 Pro gehört. Fuck. Oh, nein, nein. Ah. Boah.
Okay, der ist hinter so einem anderen Vieh her. Sehr schön. Bis. Alter. Alter, der mag uns gar nicht. Mich am Arsch, ey. Leute, soll ich hier reinmarschieren? Ich hab Angst. Ich will nicht. Kann ich eigentlich die Gasmaske abnehmen? Und? Naja, doch. Zumindest hier. Hier brauche ich wieder eine. Alter, das war ja wohl einfach nur unfair. Das war ja wohl einfach nur unfair. Ja, ja, du mich auch, Alter. Geh wieder an deine Ecke, du fettes Etwas. Unsympathische Dreckwurst. Hier ist noch einer direkt neben mir. Ich will nach Hause. Aber ich glaube, jetzt schaffen wir es hier raus. Wenn er erstmal weiß ungefähr, was du machen musst. Dann geht das, ja? Aber wenn du hier einfach reingeworfen wirst. Alter. Okay, da schläft wieder einer. Wir wollen natürlich nicht nochmal in so einen Schlafenden reinlaufen. Nee, Gasmaske sieht super aus bei uns.
alle Tutti mit der Gasmaske. Ich dachte, ich hätte was Rotes gesehen, aber es war nur unser Laser. Wow, 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 Leute. Bibliothekare, ey. Tja, Leute. Das passiert, hä? Wenn er das Buch nicht abgibt, was er ausgeliehen hat. Können wir hier die Gasmaske wieder absetzen? Ich hab halt Schiss, dass die kaputt geht. Nicht, dass wir irgendwann ohne da sitzen. Ist jetzt ein fucking Scherz, ne? Mach die scheiß Tür auf. Bitte. Alter. Das kann dauern. Mach nicht so einen Lärm. Artyom. Da. Okay. Das haben doch bestimmt unsere Freunde gehört. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Oh. Wo willst du hin, Mann? Für 50 Kugeln bring ich dich. 50 Kugeln? Du hast es also geschafft, Artyom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Artyom, klingelt es bei dir, wenn du den Namen Khan hörst? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie wäre es mit etwas Musik? Klar, machen Sie sie an. Okay. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen.
Leute, der erste und einzige Außenposten oben an der Oberfläche. Und der gehört den Spartanern, so nennen sie sich ja. Cool. Was wir hier alles erleben werden und wie es von hier aus weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Metro 2033. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.